Das war jetzt auch ein Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Ich habe hier vorne noch ein paar Informationen mal hingelegt. Da liegt auch die obligate Teilnehmerliste. Wer sich da noch nicht eingetragen hat, kann das vielleicht nachher dann noch einfach machen. Das ist ein Vortrag hier im Moment, der auf eine gemeinsame Idee von Uli Scholler, von der DAMU, zurückgeht. Wir versuchen so in der nächsten Zeit ein paar mehr Vorträge zu dem Thema Kulturgeschichte und Fotografie anzubieten. Das hier ist jetzt quasi so der Auftakt dafür. In den nächsten zwei Monaten sind auch ziemlich interessante Vorträge von der DAMU nochmal. Das nächste zum Thema Digitalisierung im Oktober und im November dann zum Thema Frei. Gibt es auf den DAMU-Seiten noch mal weitere Informationen? Dann würde ich sagen, übergebe ich hiermit direkt das Wort an meine Koch mit dem Thema KUPEDI. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin ja gebeten worden, hier einen Vortrag zu halten. Ich wusste nicht so genau, was vom Publikum mich hier erwarten wird. Deswegen ist das eher ein etwas allgemein gehaltener Vortrag über Verschlüsselung, warum man verschlüsseln sollte, wie das funktioniert, was gute Idee ist, wie man das benutzen kann. Ja, so, was sind dann die drei Start? Verschlüsseln, warum wollen wir überhaupt verschlüsseln? Da gibt es eine ganze Reihe Gründe für. Dazu sollten wir vorher mal klar machen, was wir eigentlich normalerweise machen. Täglich verschickt jeder hier bestimmt eine E-Mail oder zwei oder 100. Also ich hätte mehrere Dutzende von Anfragen vielleicht. Und ich denke, hier an der Universität werden die meisten wissen, dass diese E-Mails unverschlüsselt über das Netz gehen. Da weiß der Klage so, was man geschrieben hat und auch die Angaben der Dokumente, also das ganz geheime Material, was da dran hängt, wenn man in der Firma arbeitet. Die gehen unverschlüsselt ins Netz und können leicht abgehört werden. Den meisten Benutzern ist das eigentlich nicht bewusst, dass das so ist. Also ich höre immer Leute, ach, das kann man abhören, das kann man nicht lesen. Jedenfalls ist das so. Und das möchte man ja nicht immer, dass man das mitkriegt. Ich gebe zu, dass ich auch nicht alles verschlüssel. Mir, aber die Sachen, die halt wichtig sind und die halt auch keinen Außenstehenden angehen, werden mir auch mal verschlüsselt. Abhören kann man das halt, weil das so E-Mail geht oft über viele Stationen und es gibt jede Menge andere Möglichkeiten, eine Mail abzuhören. Letztendlich hängt es damit zusammen, dass man überall ins Internet drankommt, dass das verteilt ist und es viele Zugriffsmöglichkeiten gibt. Aber warum soll man jetzt abhören? Da gibt es ganz offensichtliche Gründe, einfach aus Neugier, so privat. Was macht er, was schreibt er da? Um Passworte auszufinden, die manche Leute immer noch per Mail versenden. Ich meine, es ist egal, ob man per Mail versendet oder einfach um verschlüsseltes Passwort benutzt. Also überhaupt drei Passworten fertig. Anderer Grund ist natürlich, dass es Geheimdienste gibt, die Interesse daran haben an den Daten und jetzt nicht einfach aus militärischen Gründen. Zum Beispiel hat die NSA, der amerikanische technische Geheimdienst, Signal Intelligence, die haben die Aufgabe der einheimischen Wirtschaft, der US-amerikanischen Wirtschaft, wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Das heißt, die spionieren nicht im eigenen Land, sondern im Ausland, um wirtschaftliche Vorteile zu geben. Also zum Beispiel, wenn ein Transrapid gebaut werden soll, verkauft werden soll, oder ein ICE in China geschickt werden soll, dann bekommen die Franzosen von den USA die Nachrichten, wie die Verhandlungen gerade sind, und können immer dem Angebot immer etwas drunter bleiben. So ganz, ganz banale, einfache Wirtschaftsspuren. Und natürlich halt die üblichen Geheimnisse, was man halt als betriebliches Geheimnis hat. Die werden heute immer verschickt. Man findet darunter dann immer diese Mail darf man auf keinen Fall lesen und das Attention braucht gar nicht öffnen, weil das ist nicht an sie adressiert, aber es ist ja nicht adressiert, also kann man es ja auch öffnen und dieser ganze Schutz, was man darunter schreibt, das ist eigentlich vollkommen albern und im Gegenteil gefährlich, weil dieser Disclaimer sagt ja auch, dass man weiß, dass es gefährlich ist, dass es woanders hinkommen kann, dass jemand das abhören kann.
Und wenn man jetzt Vorstand von einer Aktiengesellschaft ist oder im Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist, ist man in so einem Fall sogar persönlich haftbar, wenn dadurch halt der Wert des Unternehmens sind, Betriebsgeheimnisse freigegeben werden oder halt das zu Insidergeschäft führt. Sag mal, weil dann plötzlich alle Insider sind jetzt abhören können. Und dafür sind die nach neuester Rechtsprechung persönlich haftbar. Und das ist ganz abgepasst. Ja, und letztendlich Schutz der Privatsphäre. Es gibt keinen Grund, den Nachbarn nicht anzuspeilen. Ja, ich habe nur mal kurz dargestellt, das ist so ein, das älteste Bild, was ich habe, glaube ich, dazu, dass ein Kunde nicht einfach von einem Rechner zum anderen geht, sondern landet halt auf verschiedenen Rechnern. Also beim Smartphone, ja, erstmal in der Uni wahrscheinlich, in Mailbox, und dann landet das auf irgendeinem anderen Rechner und von der anderen Seite hängt man auch wieder Rechner dazwischen. Das ist heute oftmals nicht mehr so, dass viele dazwischen sind, sondern vielleicht nur zwei Rechner dazwischen, aber dafür ist dann die Anzahl der Mails auf diesem Rechner sehr konzentriert. Und angedeutet durch den Mist, die werden dort immer zwischengespeichert. Mails muss man bis nach RFC 821 halt so vorgeschrieben. Oder ich lässt sich nur so implementieren meistens. Das heißt, jeder Administrator, jeder, der Zugang hat zu solchen Rechnern, kann die Mails mitlesen. Und das können halt viele Stationen sein oder halt irgendwas, ein großer Mail-Server, der wertvolle Angriffspunkt ist. So, wer das hat, so ein schönes Bild gefunden. Aber viele denken, ja, wir haben Richtfunkstrecken, das ist gerichtet, da kann keiner das, abhören, aber das ist ganz einfach und wird auch gemacht, weil Richtfunk ist zwar Richtfunk, aber der hört ja nicht auf bei der empfangenen Antenne dann irgendwo 100 Kilometer weiter, sondern es strahlt mit dem Horizont weiter rüber. Und wenn dann irgendwann ein Satellit da steht, kann er den Fächer das aufnehmen. Auf die Art und Weise werden seit Jahrzehnten Richtfunkstrecken überhaupt überwacht. Von Spionage-Aktivitäten. Ist zurzeit halt nicht mehr so interessant, weil der meiste Internetdatenverkehr über Glasfaserleitungen geht, die schwieriger sind anzuzapfen. Man kann sie aber trotzdem anzapfen, weil es gibt einige große Austauschzentren für IP-Pakete. MAE West, in Deutschland, in Frankfurt haben wir was. Es gibt eigentlich recht wenige Knotenpunkte. Man muss nur einen dieser Knotenpunkte sein, um praktisch den gesamten Mailverkehr oder jeglichen Internetverkehr abhören zu können. Also dass man die Möglichkeit hat, da zu kommen. Da gibt es dann eine ganze Reihe Stories darum, ob das gemacht wird, ob das nicht gemacht wird. Es gibt noch andere Abhörmöglichkeiten. Das ganze Internet, also das Protokoll, was wir verwenden, TCP/IP basiert, das ist entwickelt worden unter der Annahme, dass alle gut sind und dass keiner einem was will. Das heißt, da ist überhaupt keine Sicherheit eingebaut und es gibt jede Menge Möglichkeiten, damit zu treiben. Zum Beispiel kann man durch DNS-Spoofing, durch Ändern der NX-Records im DNS, Mail umleiten, dass sie nicht zum Beispiel, wenn Mail an www.org geht, dass sie nicht an www.org geht, sondern an nsa.government. Und dann Security machen und schicke das dann weiter. Das bekommt man hier gar nicht mit. Es gibt andere Sachen, man kann IP-Spoofing machen, das sind alles diese üblichen Sicherheitssachen, die man machen kann. Man kann komplette autonome Systeme umleiten, weil das Watergate-Protokoll, was benutzt wird, ist eine ganz große Schwachstelle. Und ja, letztendlich, wenn man jetzt wirklich hingehen will und was abhören will, kann man auch einfach direkt an die Leitung gehen und was abhören. Also sei es an den großen zentralen Knotenpunkten oder sei es eben an einem Ort oder nur in einer Firma oder innerhalb von der Firma braucht man ja letztendlich nur einen Rechner, irgendwo eine Steckdose eine IP-Steckdose einzustecken. Man kann damit die Speicherstore freigeschaltet, was ja auch der Fall ist. Dann gibt es ein riesiges Projekt, das heißt Helium. Das ist Australien, Neuseeland, Großbritannien, Kanada und die USA. Die betreiben ein Spionagesystem, was heute auch zur Wirtschaftsspionage genutzt wird.
dass praktisch der gesamte Mailfax Sprachverkehr abhört. Inwieweit das inhaltlich abhört, wissen wir nicht. Auf alle Fälle werden Daten werden mit wem kommuniziert abgefangen und dadurch der Muster aufgebaut, wer mit wem kommuniziert. Bei E-Mail war es, kann man aber auch vermuten, dass der Inhalt der Mails halt gescannt wird. Es gibt auch ein paar Unwahrheiten sogar aus England, die das detaillierter sein. Ganz wichtig ist auch als innerhalb eines Namens, also innerhalb der Firma, die aber ziemlich groß sein kann, ist es sehr einfach, was abzuhören. Wie gesagt, man hat da seinen Rechner und man kann einfach was abhören. Und normalerweise geht man immer davon aus, dass die eigene Firma in sich sicher ist. Aber es gibt halt Mitarbeiter, die bald gehen wollen, verprellen und keine Lust mehr haben. Die können ganz leicht angeworben werden zum Beispiel. Und dann hat man prima Punkte, was abhören zu können. Es geht auch noch technischer. Das ist also alles nicht so jetzt reines Hörensagen, sondern man kann jetzt einfach Apple-Geräte kaufen. Da gibt es eine Firma Applied Signal Technologies, Kalifornien. Die baut zum Beispiel so Geräte. Und wenn man sich die Beschreibung da von dem Modell 820 durchliest, da sieht man ja, dass die Benutzer können die Algorithmen, die können die Algorithmen selber bestimmen. Man kann neue Arten von Signalen umkonfigurieren und anders analysieren und alles Mögliche mit solchen Geräten machen. Und interessanterweise sogar Tempest Design, das heißt, die sind sicher, die sind abstrahlungssicher und können von außen nicht beeinflusst werden. Man kann nicht mitkriegen, dass so ein Gerät da ist, das ist das eine. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die alle geschützt sind, dass man sie halt schlecht ausschalten kann. Und man kann davon auch, also wenn man sich den Katalog von der Firma anguckt, gibt es im Internet, ASTI.com, AppSig.com. Da gibt es jeden Menge von den Säulen. Komplette Fahrzeuge, alles mit Abhörung und Software dafür. Und man muss noch mal. Ich bin keine Preise dabei. Was ist nochmal die Bandbreite von so einem D3? D3 ist, meine ich, 50 Megabit. D1 und 2, und dann müssen wir im Band sind 48. Also ich bin jetzt nicht so ein. Wir können schlecht was, oder es ist schwer was zu machen gegen, dass man mitbekommt, wer mit wem spricht, wer mit wem kommuniziert. Da gibt es zwar Verfahren zu, aber das ist sehr aufwendig und nicht wirklich praktikabel. Deswegen ist schon viel gewonnen, wenn man dafür sorgen könnte, dass der Inhalt unserer Nachrichten verschlüsselt ist, dass andere die mitbekommen können. Und da gibt es halt Verfahren für. Seit Jahrtausenden hat man, ja, das muss man wirklich sagen, gibt es halt Verfahren dafür, die beruhen zumindest seit dem frühen Mittelalter regelmäßig auf Schlüsseln mit einem Algorithmus. Das heißt, man muss einen Algorithmus kennen, wie man was macht. Also der einfachste Algorithmus ist ja das sogenannte Zielsatz-Cypher. Das ist einfach alles aus der Nebel dann F thematisch, also auch mit Buchstaben kann es geschrieben werden. Das ist einfach, das ist ganz leicht zu knacken. Das ist ganz leicht zu knacken, weil die Verteilung der einzelnen Zeichen von Standfleisch. Das ist also im Deutschen ist das das häufigste Zeichen. Dann gucken wir einfach mal, was das ist und dann hatten wir es herausgefunden. Also das ist trivial zu knacken, das kann man machen seit Jahrhunderten. Es gibt kompliziertere Verfahren, Algorithmen, die das verhindern. Und heute mit den schnellen Rechnern haben wir Verfahren, die nach unserem Wissen nicht brechbar sind. Algorithmen sind aber nicht brechbar, weil man halt keinen Rechner brauchen kann, die das schnell genug brechen können. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass wir einen Algorithmus haben, den kann jeder auch kennen. Das andere ist, dass wir den Schlüssel haben. Der Schlüssel sieht anders als das Passwort, was man hat. Oder wir nehmen lieber eine Passphrase, das sind also mehrere Wörter, wobei das ist sicherer, weil ein einzelnes Passwort kann ziemlich kurz sein und da kann man
Fachstudien, also Dictionary und Text drauf haben. Das heißt, man guckt über ein Wörterbuch und probiert alles aus. Deswegen, wenn man jetzt einen zufälligen Schlüssel nimmt, den vereinbart, trägt den zur anderen Seite unvereinbart durch den Boden, da kann man über ein sogenanntes symmetrisches Verfahren sehr sicher Sachen verschlüsseln. So funktioniert das in der Bankwelt immer noch. Die haben halt Verfahren, wie sie den Schlüssel zwischen den einzelnen Empfängern verteilen. Also im Prinzip ist halt immer das aus einem Klartext, wird über einen Rhythmus, in den ein Schlüssel eingebracht wird, ein verschlüsselter Text gemacht, den man dann nicht mehr lesen kann. Der Empfänger macht das Ganze wieder rückgängig und dadurch, das ist symmetrisch, mit den gleichen Schlüsseln wieder, mit dem gleichen Algorithmus und bekommt den Klartext wieder raus. Einfach, praktisch, kann man nutzen. Problem ist nur die Schlüsselverteilung. Die Banken können das, ist ganz kompliziert, was sie da alles machen. Ist völlig unpraktikabel im Internet mit Millionen Mail-Adressen. Also, man kann es überhaupt nicht machen. Zumindest, weil wir zu jedem, jeder muss zu jedem einen Schlüssel haben. Schon gesagt hat. Also die ganze Schlüsselverwaltung bei symmetrischen Verfahren ist extrem umständlich. Und kann man nicht mal. Das kann man gut einsetzen, wenn man Daten verschlüsselt, zum Beispiel für ein Backup. Weil das eigentlich nur eine begrenzte Anzahl Menschen wissen müssen, was ein Schlüssel das ist. Dann kann man zum Beispiel den Schlüssel davon und es damit verschlüsseln. Das geht sehr schnell halt, symmetrische Verschlüsselung. Einfach zu verstehen, wie das funktioniert, dass man einfach Schlüssel hat, damit was verschlüsselt und dann kommt das raus und man bekommt, kann das nur rückgängig machen, wenn man wieder denselben Schlüssel hat. Nun gut, mit dem Internet, das gibt alles nicht, da finden wir was Neues. Also ganz war das nicht so. Das war eher ein Zufall, dass 1976 Whitfield Diffie und Martin Hellman was gefunden haben. Sogenannte Papyrus-Kryptographie. Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln. Sie haben da allerdings was wiederentdeckt, was die Briten schon seit 1960 wussten, aber gedacht haben, das ist gut, da kann man nichts mit anfangen und das als militärisches Geheimnis weggeschlossen haben. Das BCA nur konnte, kann der Public Key Kryptographie schon, ich glaube, seit 16 Jahren einsetzen. Das hat sich das erst vor 10 oder 15 Jahren aus. Gut, was ist das andere Basis mit der Verschlüsselung? Wir haben wieder einen Plaintext und einen Ciphertext und wir wollen das wieder umformen. Das sieht jetzt viel komplizierter aus, ist es auch. Aber es ist nachher einfach. So, wir nehmen den Plaintext, messen einen Algorithmus da an, in den Algorithmus fließt ein Schlüssel ein, den ihr habt, und dann kommt der Ciphertext raus. Da ist zum Beispiel ein Sparklinke drin im Algorithmus, da kann man das nicht wieder rückgängig machen. Durch diese öffentlichen Schlüssel, die kann man haben, den Algorithmus, man kann das nicht in die andere Richtung auflösen. Man nennt sowas dann einen falschen Algorithmus, oder geht man in eine Richtung. Das wird nicht viel helfen, wenn man es nicht wieder entschlüsseln kann. Deswegen gibt es dazu eine Variante des Algorithmus zum Entschlüsseln und einen zweiten Schlüssel dazu, mit dem man es wieder entschlüsseln kann. Dann geht das wieder in die andere Richtung. Dafür braucht man einen anderen Schlüssel. Der ganze Dreh an der Sache ist jetzt, dass die beiden Schlüssel, der Public Key und der Secret oder Private Key, die stehen im Schlüsselverhältnis zusammen, die werden zusammen erzeugt und die bilden zusammen das Schlüsselpaar. Wie der Name sagt, der Public Key, den kann man öffentlich machen. Das heißt, der Empfänger hier auf der Seite, der wird seinen öffentlichen Schlüssel, zum Beispiel, der steht da einfach drin, den kann jeder benutzen, wenn jemand ihm was schicken will, dann nimmt er den öffentlichen Schlüssel, nimmt seinen Plaintext, fällt den Algorithmus an und verschickt das dann. Er kann sich wieder selber rückgängig haben. Und nur der Empfänger kann das rückgängig machen, weil er den Secret Key dazu hat. Oder in OpenID, wie sagt man das dann zum Secret Key? Normalerweise in der Kryptographie nennt man das Private Key. Deswegen sprechen Sie immer von Secret. Alles mit dem Protokoll. Ist aber dasselbe. Jetzt kann man überlegen, wofür ist das Ganze gut?
Das Praktische ist halt, dass man nur einen Schlüssel braucht. Jeder Teilnehmer, also am letzten Mal über Schlüssel wollen, braucht einen Schlüssel, oder genau gesagt ein Schlüsselpaar, und veröffentlicht davon die eine Hälfte des Paars, den man den Schlüssel hat. Und den anderen behält er für sich, das ist der geheime Schlüssel. Das ist viel praktischer jetzt, weil man kann einfach nachsuchen, was verschlüsselt an die man schickt. Es gibt da verschiedene Algorithmen für. Der bekannteste Algorithmus ist der RSA-Algorithmus. Und ein anderer ist LDAML. Das wird eigentlich ein kleines Bild. Gut, was ist so ein Algorithmus? Also einer dieser falschen Algorithmen. Der bekannteste und der beste, den wir kennen, der praktikabelste, ist RSA. Ist 1968 erfunden worden und nutzt die Tatsache, dass es sehr schwer ist, große Zahlen zu faktorisieren, also die Primzahlen zu zerlegen. Also Primzahlen, das kennt jeder, wenn ich jetzt irgendwo 3 und 5 nehme, die multiplizieren dann mit 15. Und wenn ich wieder faktorisieren will, komme ich 3 und 5 wieder raus. Wenn ich jetzt nur die 15 jemandem gebe, würdest du den ganz, ganz schwer, da die Faktoren rauszuholen, was auf 3 und 5 ist. Das war jetzt eng. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man jetzt längere Zahlen nimmt, Zahlen, die halt 100 Stellen haben, 200 Stellen haben, dann ist es sehr, sehr schwierig, das zu brechen. Weil es gibt keine effizienten Verfahren, um das zu brechen. Also, um das zu faktorisieren, große Zahlen zu faktorisieren, ist ein schweres Problem. Das nutzt man aus, indem man jetzt zur Erzeugung des Schlüssels oder des Schlüsselpaars zwei Primzahlen, zufällige Primzahlen erzeugt. Wir haben zum Beispiel beide 512 Bit. Aber sagen wir mal 1024 Bit. Multipliziert diese beiden Primzahlen, also die Primzahlen sind P und Q heißen die, multipliziert die miteinander und bekommt N dabei raus. Eigentlich würde das schon reichen und man behält P und Q ist der geheime Teil und N ist der öffentliche Teil, die kann man in ein öffentliches Verzeichnis stellen, weil niemand kann aus dem N P und Q wieder berechnen. Um das aber anwenden zu können, ist das ein bisschen komplizierter. Ich habe das noch kurz aufgeschrieben, was das ist. Und es gibt nur so einige kleine Randbedingungen, um es schwer zu machen, die Würfel zu brechen. Was muss man halt machen? Und wenn man das nachher hat, dann wendet man modulare Arithmetik an. Und das ist einfach mal reduziert den Klartext mit dem öffentlichen Exponenten. Das ist eine kleine Zahl, die man bereit sein kann. In der Modusoperation mit dem öffentlichen Schlüssel. Und entschlüsseln wir entsprechend wieder über etwas, was wir abgeleitet haben aus dem Primzahl direkt aus dem Primzahl. Damit wollen wir entschlüsseln. Man wird jetzt vielleicht sehen, dass diese Verfahren, da sich um lange Zahlen handelt, dauern was. Das ist sehr aufwendig und sehr langsam. Deswegen wird man es so nicht direkt verwenden, sondern anderweitig. Man benutzt diese Public-Key-Kryptographie fast ausschließlich nur dafür, um einen zufälligen Schlüssel zu erzeugen und den zu verschlüsseln. Also eine große Schlüssel, zeige ich mir. Zusammengefasst, ja, wir haben ein Schlüsselpaar, nur ein Teil des Schlüssels muss geheim gehalten werden und die Schlüsselverwaltung wird dadurch unheimlich einfacher, wenn wir einen Schlüssel haben. Stopp. Das ist ganz schwierig eigentlich, weil woher wissen wir wissen, ob das wirklich der Schlüssel von jemandem ist. Ja, da könnte also jeder hingehen und einfach sagen, der Schlüssel von, ich erzeuge einfach einen Schlüssel, setze da drunter den Namen Roland Koch. Öffentlich nicht. In dieser Woche irgendjemand, du möchtest dann den Herrn Koch schicken, wer denn jetzt nun wirklich die Spender waren. Ne? Schickt das natürlich an, will er dann Roland Koch schicken? Schickt das an seinen vermeintlichen Schlüssel, den er von den Key-Server hat. Und der Roland Koch kann das nicht machen. Da ich ja aber diese ganzen tollen Geräte gekauft habe und die Mails abhören kann, habe ich diese verschlüsselte Mail, aber die ist ja für mich verschlüsselt. Und kann sagen,
kann das dann wissen, was mein Schlüssel ist. Das ist das Problem dabei. Deswegen müssen wir die Authentizität eines Schlüssels, müssen wir irgendwie beweisen können. Das kann man jetzt wieder machen, zum Beispiel telefonisch, dass man einfach sagt, dieser Schlüssel, den liest man einfach den anderen vor. Es gibt da andere Methoden, wie man das machen kann. Da komme ich nachher nochmal zu. Zusammenhängend mit der Schlüsselverwaltung hat man auch so etwas wie digitale Signaturen erfunden. Und digitale Signaturen sind sehr ähnlich wie diese Papierkryptographie. Und die benutzen auch dieselben Algorithmen. Nur wenden die anders an. Was wir machen ist, wir nehmen einen Text, nehmen unseren privaten Schlüssel, wenden den da irgendwie drauf an, unseren privaten Schlüssel auf den Text, und veröffentlichen das Resultat. Dieses Resultat nennt man digitale Signatur. Und jetzt kann jeder im öffentlichen Telefonbuch hingehen, da ist der öffentliche Schlüssel, der Public Key, von demjenigen, der das, diese Signatur erzeugt hat, und kann die überprüfen, die Signatur. Wir können nachprüfen, okay, das passt. Damit habe ich bewiesen, dass diese Signatur nur der erstellt haben kann, der den zu diesem öffentlichen Schlüssel zugehörigen privaten Schlüssel hat. Das ist das Prinzip von digitalen Signaturen. Da kann man auch wieder RSA finden, umgekehrt. Es gibt noch Spezialalgorithmen dafür, wie DSA, was auch sehr viel verwendet wird, was eigentlich nur speziell zugeschnitten ist für Signaturen. Das Gute an diesen Signaturen ist, wir können die benutzen, um Authentizität von Schlüsseln, also das Problem, was wir vorhin hatten, wir können die Authentizität von öffentlichen Schlüsseln damit beweisen. Das Ganze nennt man dann Zertifikate oder Schlüsselunterschreibung und so weiter. Das kommt jetzt mit der Public Key Infrastructure. Das ist so das Schlagwort dazu. Das ist ganz wichtig, weil wir so eine einfache Möglichkeit haben, Schlüssel zu nehmen und da was anzuhängen. Dann steht ein Zertifikat, das ist wirklich der Schlüssel von dem unterschrieben von dem Original. So. Jetzt war das alles recht theoretisch und wir wollen ja auch Software dafür benutzen. Ja. Ich habe das jetzt nicht richtig verstanden, wenn ich mit den Paketen Sachen verschlüsseln kann, die auch nicht entschlüsseln kann. Wie kann ich dann einen verschlüsselten Text vom Private Key identifizieren, dass der jetzt tatsächlich mit dem Schlüssel übereinstimmt? Es ist nicht verschlüsselt, es ist ein anderer Algorithmus. Es ist nur zusammengezogen, es ist eine Art Zufall, dass man bei RSA das genau andersrum anwenden kann. Bei anderen Verfahren ist das nicht der Fall. Also jeder hat ja, man verwendet den privaten Schlüssel und wendet den irgendwie an auf den Text, den man signieren will. Und damit, und danach kann man mit dem öffentlichen Teil zeigen, dass es nur derjenige, der den privaten Schlüssel hat, kann ihn erzeugt haben. Da haben die jetzt. Ja, ja, also ich fand es halt, das ist so wichtig, nur was sieht er da eigentlich, dürfte der doch da immer noch Buchstaben sogar sehen. Ja, das ist ja ein Problem dazu, das ist ja. Das hat mit dem ganzen Algorithmen nichts zu tun, ne? Und was kümmern sich auch Mathematiker in der Regel nicht. Tatsächlich glaube ich, dass du einfach die Signatur verschlüsselst von dem Text mit dem privaten Key, also mit dem Beifisch. Ja, man sollte dabei nicht nur verschlüsseln gehen, weil es ist was anderes. Okay, du verschlüsselst ja mit dem Private Key, dann machst du das ja mit dem Originaltext, aber kommst auch in den MD5 raus und kannst die Verschlüsselung mit dem Private Key sehr rückgängig machen. Der ist dann selber in den MD5 verschlüsselt. Das ist nicht so. Bei RSA stimmt das. Das ist nur da. Na gut. So. Dann hat ein Filzmann, das Ganze gibt es ja seit 1976 so ungefähr oder 1978, öffentlich bekannt. Und man wollte das auch ursprünglich im Internet einsetzen, so zum Mailverschlüssel, Anfang der 80er Jahre. Da gibt es dieses Clavos-Protokoll, da wurde auch überlegt, ob man da RSA für einsetzt. Die haben davon Abstand genommen, weil es
ja, ein Patent gibt auf diesen Algorithmus, das MIT. Dieses Patent ist im Jahr 2000 abgelaufen, aber es war halt der Grund, weshalb es ja, Papierkryptographie eigentlich nur selten genutzt wurde. Nichtsdestotrotz hat ein Phil Zimmermann Anfang der 90er Jahre gesagt, so für die ganzen, es ist einfach wichtig für Staatsbürger und für Organisationen, die halt und so weiter, dass sie die Möglichkeit haben, Datenvertraulich weiterzugeben über elektronische Kanäle. Dann hat er sich hingesetzt und sein Programm BGP1 geschrieben, das ist dann kurz darauf verbessert worden als BGP2, jetzt haben auch einige andere Leute damit gearbeitet haben. Und das war die erste benutzbare Implementation von Kryptographie, die eigentlich jeder benutzen konnte. BGP hat einige Probleme, kommt ja gleich nochmal zu. Egal, ich habe dann ein großes Problem mit PGP, zum Beispiel ist kein Unix-Programm. Ja, man kann da mit kompletter CD-ROM zu verschlüsseln, ist ein bisschen schwierig, weil man braucht halt ziemlich viel Speicherplatz, um das zu machen, weil er immer mit temporären Dateien arbeitet. Also zum Beispiel um Backup zu verschlüsseln, kann man PGP nicht machen. Und da habe ich mir gesagt, ja, jetzt machst du, dann schreibe ich mal was Neues, schreibe ich ein Unix-Conformer. Und das Ganze alles im Privacy-Grad. Und das macht nämlich im Grunde dasselbe, nur halt als Unix-Tool wie PGP. Gab es da nicht bei PGP nicht noch das Problem, dass der Quellcode eigentlich nicht exportiert werden durfte aus den USA? Komm ich gleich zu. Gut. Dass ich da angefangen hatte, das zu schreiben, das hat damit zu tun, dass das erste, dass es gibt noch ein zweites Patent auf PGP, Kryptographie im Allgemeinen. Das Diffie-Hellman-Patent, das ist im April 97 ausgelaufen. Und dann habe ich angefangen, halt was zu schreiben, mit dem Ding zu schreiben, und daraus ist es gut geworden. Und das macht dann halt diese Verschlüsselung, digitale Strukturen, Schlüsselerzeugung, so alles in ein Programm rein. Und das kann man auf der Kommandozeile wunderschön bedienen und heutzutage halt auch mit möglichen Grafiken verwenden, wenn man einfach mal. Und weil ich bin ja mehr Kommandozeile, also. Nein. Das ist halt freie Software für die General Public License. Das heißt, man kann wieder verändern, weitergeben, machen, was er will damit, solange er dem anderen auch den Quelltext davon gibt und das gleiche Recht hat. So. Wegen den Fragen kommt jetzt schon der Rückblick. Ich habe gesagt, PGP betrifft mich. Es gab Patentprobleme erstmal mit PGP. Die mussten halt den RSA-Algorithmus einsetzen, der war verschlüsselt. Patentiert und da gab es halt Rechtschreibung alles Mögliche mit Patentierpartners und also der Firma, die dem MIT alle Rechte abgibt und Verwertungsrechte an dem Patent abgetrieben hat. Also RSA Corporation heißt das Problem. Das war ein Problem. Das andere Problem ist, es wird auch ein symmetrischer Algorithmus benutzt, das hatte ich vorhin mal erwähnt, dass wir mal mit einem Public-Key-Verfahren eigentlich nur einen normalen symmetrischen Zuverschlüssel verschlüsseln und mit dem eigentlichen Schlüssel, weil das viel schneller geht, dann mit wirklichen Datenverschlüssel. Fitzmann hat damals gesagt, beziehungsweise ja, damals wurde entschieden, dass der IDEA benutzt wird. IDEA war damals ein ganz moderner, neuer Algorithmus, eigentlich so der erste freie Algorithmus nach DES oder Triple DES, der entwickelt worden war und da hat man ein großes Vertrauen. So, das Problem ist nur, dass seltsamerweise in Europa da auch ein Patent drauf ist und es gibt viele Unklarheiten, gibt es immer noch das Patent. Und also die Idee ist, das böse im Ort heute nicht mehr. Das ist also ein Problem. Das andere Problem ist, deshalb wird Zimmermann immer von Kali gezogen, weil er ja, Waffen exportiert hat oder Munition. Also etwas, was unter das amerikanische Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Indem er Staatskryptographie veröffentlicht hat und ins Ausland gelangt ist. Dafür wollte er sich nicht verantwortlich machen. Das ist dann letztendlich 1997 niedergeschlagen worden. Das war ein Problem, es konnte also nicht exportiert werden aus dem USA. Deswegen gibt es unterschiedliche. Komischerweise ist es trotzdem exportiert worden. Zum Beispiel, es landete einfach außerhalb. Nachher ist dann sogar so gemacht worden, dass man
Quelltexte ausgedruckt hat in Büchern, in SAS-Büchern, und schön mit Seitenzahlen und Titeln gebannt. Und in den Seitenzahlen war immer so ein Schrägstrich, ein Sternchen, die Seitenzahlen, Sternchen, Schrägstrich. Dann haben einige Kreuzhaken, die andere haben den, und dann hier in Europa das Ganze eingescannt und haben damit dann die Version gemacht. Das ist also PGP, von PGP 5. Von PGP 5 war es da ja alles sehr, sehr umständlich. Alles ist alles einfach, wenn die Amerikaner sagen, ja, die Bücher sind fein nicht in das Gesetz, das ist da abgedruckt. Aber wenn man Fotografie und Dateien, die das implementieren, veröffentlicht, dann fällt das darunter. Sehr albern alles. Gut, egal. Die Software-Foundation hat aber gesagt, okay, wir brauchen auch sowas. Wir brauchen aber jemanden aus Europa, der das macht, weil importieren in die USA ist okay, nur exportieren nicht. Also musste das jemand außerhalb der USA entwickeln, durfte auch kein amerikanischer Staatsbürger sein, weil er der Gefahr unterliegt, dass er seine Staatsbürgerschaft verfällt, wenn er sowas machen würde. Das war ganz ernsthaft. Probleme, die auf Seite 90er Jahren auch schon Marx oder so. Manche hätten man vielleicht mit manchen noch erinnern an CRUD und dass die verschiedenen Unix-Systeme dann immer zwei Implementierungen von CRUD hatten und die Exportversion und Nicht-Exportversion. Gut, dann habe ich 1997 eine erste Version vom Rubidieren und CDP10 veröffentlicht, so kurz vor Weihnachten. Und das macht sie dann so, ja. War das, was es heute auch macht. Gleichzeitig wurde dann so eine Arbeitsgruppe von der IETF gegründet. Und diese Arbeitsgruppe, die ist von Phil Zimmermann und John Kellis ins Leben gerufen worden, weil ihre Firma ist damals aufgekauft worden von NAI. Und die wollten aber sicherstellen, dass halt es weiterhin möglich sein wird, diese Software zu benutzen. Sie haben jetzt nicht um die Frage gekümmert, ob das jetzt freie Software ist oder nicht, aber ihnen ging es darum, halt einen Standard zu haben, dass auch andere das implementieren können. Deswegen ist die Working Group gegründet worden, zur gleichen Zeit, wo die angefragt wurde, hatte UPG zu implementieren. Ja, und dann hat sich geändert. Und UPG ist dann so eine Implementation davon geworden, von diesem neuen Open PGP Standard. Und im November 98 ist der RFC da rausgekommen und seitdem warten wir darauf, dass der Draft Status kommt, vielleicht Februar. Ja. Aber der funktioniert halt, das ist ein Standard, der akzeptiert sich von der Implementierung davon inzwischen. Und die Interoperationen miteinander sind. September 99, da hat dann irgendwo gesagt, machen wir mal so ein Grün. Wir hatten ja damals eine neue Bundesregierung und die hat einen neuen Plan für die Wirtschaft und alles Mögliche. Und es gab ja auch bei uns immer so bewussterweise, ja, die Kryptografie, das sind alles gefährlich, die Waffen, soll man das nicht alles verbieten und so. Und eine der ersten Sachen, die sie gemacht haben, waren, gesagt haben, nein, für unsere Wirtschaft ist das gut, das für Verschlüsselung hilft unserer Wirtschaft. Also auch so ein Bartleuten hilfreich, da haben sie nicht zugesagt, und der Schilling wird wahrscheinlich überhaupt nichts dazu sagen, beziehungsweise, naja. Jedenfalls der Wirtschaft hilft und dann macht man das. Dann haben sie gesagt, das ist vollkommen frei hier, ihr könnt jeder Kryptografie entwickeln und exportieren, wie er will. Abgesehen, wenn es Geräte, wenn es Hardware ist, dann braucht man Export und das heißt bestimmte Länder. Das ist eine Industrie, die nicht empfehlen soll. Um das zu zeigen, wurde dann gesucht, wie können wir das jetzt irgendwie zeigen, dass wir da dieses tolle Programm haben. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann fördern wir jetzt ein Projekt. Und dann kam es auch irgendwelchen Gründen auf GNU.pg. Und dann haben sie gleich gefördert, dass GNU.pg auf Windows portiert wurde. Dann haben sie eine Petition geschrieben und verschiedene andere Sachen. Dann war es ziemlich viel Aufsehen erregt damals. Ja. Und dann war es auch dann wieder vorbei. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 2000, im Dezember, wurden die Exportrestriktionen in den USA aufgehoben. Oh, kann man vermuten, dass das ein Anlass dafür war. Es gab da nämlich böse Briefe von Janet Reno, amerikanische Justizministerin, und unsere Regierung, was das denn soll, das mit der Förderung, das geht doch nicht.
Naja, jedenfalls führt das halt, dass das 7. Dezember, ich glaube Anfang Dezember, gab PGP Corporation eine generelle Ausfuhrgenehmigung bekommen für ihr Produkt. Und ich meine, Ende Dezember ist dann generell aufgehoben worden. In den USA ist das so, dass man, wenn man jetzt Kryptographie schreibt und ins Ausland schickt, muss man nur den Quelltext oder die URL des Quelltexts, die er entnommen hat, einmalig an eine bestimmte Mailadresse ans Außenwirtschaftsamt in den USA schon wieder verkauft. Und zwar per Post. Und zwar per Post. Nicht per E-Mail. Nee, per Mail. Also, vom Debian-Projekt weiß ich die schicken da einmal pro Woche so einen Stapel Post an die. Das Ganze ist ja das ist ein Standard, OpenPGP ist so der Standard, der das alles so, das Protokoll, das dann für sorgt, dass man da wirklich mit arbeiten kann. Es gibt noch ein anderes Protokoll, das heißt S-MIME. Das ist weit verbreitet, weil das in allen möglichen Browsern auch drin ist. Aber das hat Probleme, weil es ist einfach nicht so einfach. Man kann nicht selber einen Schlüssel erzeugen mit S-MIME. Oder sehr schwierig. In anderen egal, in vielen Firmen wird das eingesetzt, besonders bei der Bundesverwaltung und das BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben da eine Testphase gehabt, wie die verschiedenen S-MIME-Implementierungen unter Windows zusammenarbeiten und wollten dann auch gerne eine haben, die unter Linux arbeitet. Und da gab es eine Ausschreibung für, das haben wir dann gewonnen und haben dann so, ja, das ist so S-MIME-Programm. Alles in Reise und Eis. Funktioniert aber, und wer jetzt irgendwie Kabel nutzt und Kabel ist der Mail-Client dazu, ist das unterstützt, vollständig, das wird auch da eingesetzt in der Verwaltung. Die benutzen dann erstmal, man können aber auch genauso OpenPGP als OpenPG benutzen. Und zweites so weiter. Letztes Jahr habe ich Unterstützung für Smartcards eingebaut. Smartcards sind da kleine Prozessoren, die den privaten Schlüssel gut schützen, weil der bleibt nur auf der Karte und kann eigentlich nicht aus der Karte ausgelesen werden. Das heißt, wenn man die Karte verliert, ist der nicht direkt kompromittiert. So, wo wird das Ganze angewendet? In E-Mail, ja. Leider viel zu wenig, aber immer ist E-Mail, denke ich, noch das zweite. Die meisten verbreitete Anwendung für Kryptographie. Abgesehen von SSL-Webseiten, also von Online-Verfahren. Die Rotzonen, die werden mit UPG signiert und zwischen den Root-Servern und TED transportiert. Bei denen müssen alle UPG oder also OpenPGP jedenfalls zum automatisierten Domain-Management. Die Deutsche Bahn macht da auch was mit ihren Fahrkartenautomaten und der Kommunikation, den Daten widerspielen mit ich glaube, mit Glück und kann ja vom Automaten, weil der Bundesrepublik unterläuft und auf dem Server läuft UPG. Die benutzen auch oben. Also interessanterweise benutzen wir kein S-MIME dafür. Das Deutsche Institut für medizinische Datenverarbeitung sammeln halt die Waschzettel, die in den Medikamenten dabei sind, ne? Ein und erstellen die und da muss man ziemlich, als Pharmaunternehmen muss man ziemlich viel Dokumentation einreichen, also komplettenweise, teilweise. In Papierformat. Da gab es ja ein Gesetz, dass man das auch elektronisch machen darf. Da gab es auch ein bisschen Probleme, aber machen wir wirklich, weil qualifizierte Signaturen, dieses Gesetz steht, das geht gar nicht und so. Und da haben die ja ein Verfahren entwickelt, dass man das mit UPG macht, also OpenPGP einfach macht, über eine vertragliche Regelung, das benutzt. Es gibt hier in Baden-Württemberg so eine Radiologie-Verbund, wo die Röntgenbilder aus Computertomographen hin und her geschickt werden. Da wird auch OpenPG eingesetzt, intern und OpenPGP. Damit. Und dann weiß ich einfach, dass halt ganz, ganz häufig die Kartendaten mit OpenPG verschlüsselt werden. Ob das richtig eingesetzt ist, weiß ich nicht immer. Das American Express benutzt es auch zum Beispiel. So. Was technisch ist. Ich hatte ja vorhin bei der Frage, hatte jemand gefragt, wie mache ich das? Was ist der Name und ich will auch mal sehen.
besteht natürlich letztendlich aus den geheimen Schlüssel aus den Pin-Zahlen, beziehungsweise der öffentliche Schlüssel aus dem Modulus, aus den Exponenten. Aber wir brauchen mehr Sachen. Da muss zum Beispiel die E-Mail-Adresse bei sein und andere Sachen. Und deswegen sind die Schlüssel so aufgebaut, wie ich das dargestellt habe. Das ist irgendwie der Empfang mit Public Key. Jedenfalls ist das kein RSA. Normalerweise der Standardverband, das DSA benutzt wird dafür. Das ist der Schlüssel zum Signieren. Eine Schlüssel ist ein Name angebunden, also praktisch eine E-Mail-Adresse. Da kann man eigentlich reinigen, was man will. Üblicherweise nimmt man die E-Mail-Adresse und einen Namen. Einfach im RFC 822 Format. Damit das Ganze jetzt aber sicher ist, damit das jemand den Namen austauschen kann, mit der Schlüssel, wird eine eigene Glaube. Das heißt, man nimmt den Schlüssel und die Adresse über das Dokument, signiert was und die sind dazu packen darunter. Damit kann man überprüfen jetzt, aber wenn man so einen Schlüssel bekommt, dass er nicht verändert worden ist, indem man einfach hingeht, wieder das nimmt und das nimmt, die Signatur berechnet und überprüft, dass es die ist. Also man sagt tatsächlich, das Ganze wird gehashed und damit ist die Signatur ausgerechnet. Damit haben wir den Namen geprüft. Da ich das aber selber mache, beziehungsweise heimlich heimlich, müsste das ja nicht wieder, kann ja jeder machen. Ne? Jetzt hat OpenPGP oder PGP hat ein Verfahren, das ist Web of Trust. Da sagt man einfach, da lasse ich einfach andere auch unterschreiben, dass das mein Schlüssel ist. Und dann machen die genau dasselbe, das ist keine Self-Signature, sondern dann kommt Alice her und sagt, ja, das weiß ich, dass das heimlich H ist, ne? Und dass das sein Schlüssel ist. Ne? Das attestiere ich eben mal, indem ich die Signatur erzeuge, über den Schlüssel, den Namen, und die packe ich da runter. Da kommen andere darunter. Und das ist das, was man bei Christianity Partys macht, solche Signaturen darunter machen. Und dann kann man nachher halt überprüfen, ich kenne ja Bob, und Bob hat den Schlüssel unterzeichnet. Ja, der hat das ja überprüft, ich glaube dem was, und dann weiß man halt, dass es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass seine Wahrheit wirklich diesen Schlüssel hat. Also das Authentizität des Schlüssels sichergestellt. Oft zieht man ja um oder bei E-Mail-Adressen braucht man ja nicht die Straßenadresse zu ändern, aber wenn man in einer neuen Firma ist, hat man eine neue Adresse und sein Büro gezogen ist nach Frankreich. Ja, braucht eine neue Adresse, weil die wollten ihn nicht mehr. Da hat er einfach eine neue Nutzeradresse gemacht, die auch noch zusätzlich runtergepackt. Ja, die Natur wollen machen, also wer, und also ein Hash, das zusammen als Dokumente und signiert, und dann hat er auch dazu gewinnen können, der war gerade in Paris und hat ihn das signiert, dass er das auch ist. Das war so, haben manche haben als Dutzende von Mailadressen darunter. Es gibt dann noch weitere Verfahren dazu, es gibt sogenannte Widerrufssignaturen. Das braucht man halt dann, wenn man jetzt nicht mehr bei Firma A ist, dass man widerrufen kann, dass keiner halt ist noch bei der Firma. Dann kann man das widerrufen. Das ist eine Signatur, da steht einfach noch zusätzlich drin, da geht nicht mehr. Das Flexible an OpenPGP, an dem Protokoll, im Gegensatz zu S-MIME, ist, dass wir jetzt mehrere Schlüssel, technisch mehrere Schlüssel haben können. Wir haben oben einen Signaturschlüssel. Den nutzt man normalerweise nicht zum Verschlüsseln, sondern nur zum Signieren oder eigentlich sogar nur zur Verschlüsselung der eigentlichen Glaube. Man kann einfach weitere Schlüssel dranhängen. Ja, ich habe zum Beispiel halt einen Signaturschlüssel noch dran und einen Verschlüsselungsschlüssel. Normal Standard ist, dass man einen Schlüssel zum Verschlüsseln hat. Den benutzen wir im Weltanmalten-Rhythmus. Also mit dem RSA-Patent gibt es deshalb normal DSA benutzen. Und um diesen Schlüssel jetzt an den Hauptschlüssel anzubinden, machen wir dasselbe. Wir hashen den Primary Key und diesen Secondary Key und erzeugen damit eine Signatur innerhalb von Gegeber prüft das damit, wenn da so ein Key kommt, dass die alle stimmen und die Teile, die er nicht stimmen, die irgendwo reingemacht sind, rausgeschmissen. Damit hat man also einen Schlüssel, wo man viele Informationen mit reinpacken kann und die auch gesichert sind.
bisschen viel wahrscheinlich auf einmal. Das ist ein wichtiges Konzept bei OpenPGP. Du hast eine, das ist ja geschlüsselt gewesen. Jetzt wollen wir irgendwie auch was verschlüsseln. Da haben wir normalerweise eine Datei, den Plaintext. Aus irgendwelchen Gründen schreibt OpenPGP vor, dass man den Namen der Datei davor schreibt. Das ist eigentlich eher die Sache eines von TAR oder anderen Programmen, aber mein Weg. Das schreiben wir davor. Das ist literal Data Packet. Und das Ganze wollen wir signieren, zum Beispiel erstmal, dass wir wissen, dass diese Daten wirklich von authentisch sind. Packen wir ein neues. Deswegen haben wir packen, in OpenPGP haben wir am Anfang ein Bankpass Signature Packet. Das packen wir da vor, da steht jetzt drin. Achtung, jetzt kommt die Signatur. Und die Signatur wird den und den, auch nötig den und den Algorithmus. Und zwar, es gibt sogar Hash-Algorithmen, die überlaufen werden. Die 5, Schade 1, Schade 5, Schade 256. Und wenn man sich vorstellt, dass, sagen wir, das sind 5 GB hier, dann kann man nicht erstmal die 5 GB hier irgendwo einnehmen, kein Problem, Dateien, dann gehen wir die 2 erstmal falsch. Weil dann, ich habe das ja gar nicht gehasht, richtig, mit falschen Algorithmus gehasht, dann hat es immer vorher, deswegen liegt es da, du warst davor. Und am Ende kann man eine Signatur berechnen und hat man den Sinn. Als nächstes komponieren wir das Ganze. Das müssen wir jetzt an dieser Stelle machen, weil verschlüsselte Daten kann man nicht komponieren. Das ist eine Eigenschaft von komponierten Dateien, dass man hier nicht komponieren darf. Verschlüsselt wird. Deswegen komponieren wir hier. Optional ist das eigentlich immer gemacht. Also das ist eigentlich praktisch der ZIP-Algorithmus oder wir können auch BZIP2 nehmen. Und das Ganze wird dann verschlüsselt, kommt dann wieder in ein Config-Packet. Dafür brauchen wir einen Initialisierungsvektor dafür. Und am Ende packen wir eine Message, ein Manipulation Detection Code am Ende ans Ende rein. Das ist etwas, das sagt aus, damit kann man erkennen, ob hier in dem Verschlüsselten irgendwas geändert worden ist. Das manchmal kurz diese Meldung oder Message is not integrity protected. Warning. Weil es MDC ist, ein teures Feature-Bogen. Also, kann man es nicht machen. Sobald wir das haben, das Ganze ist jetzt verschlüsselt, das ist symmetrisch mit einem zufälligen Schlüssel verschlüsselt worden. Und das packen wir jetzt hier hin. Und diesen zufälligen Schlüssel, kurz mal diese Public-Key-Kryptographie, also was ich vorhin das alles erzählt habe, packen wir da hin. Wenn man jetzt eine Mail an mehrere Leute schicken will, dann muss man die aber an, muss man die auch an alle verschlüsseln. Alle verschlüsseln, damit auch jeder gelesen kann. Und deswegen können wir diesen Session Key auch mal verschlüsseln an den anderen Empfänger oder den dritten, vierten, fünften, 20. Empfänger. Alternativ sogar möglichen symmetrischen Schlüssel, also eine Passwort und zusätzlich darunter zu machen. Das kann man auch Protokoll machen. Symmetrisch kann man auch machen. Und das heißt, man benötigt nur einen Verschlüssel, um das Ganze entschlüsseln zu können. Aber das ist die interessant ist an der ganzen Sache, dass das alles Streaming passiert kann. Das Protokoll ist halt so aufgebaut, dass man halt kein Duplikat machen muss. Also 20 Byte machen wir für ein mehr nicht. Und das Ganze nochmal so. Also wir erzeugen halt so einen Session Key, zufällig. Das ist ganz klar. Wir geben bei Duplikat die Optionsstück R, geben wir den Empfängernamen an, Duplikat sucht sich dann aus, welcher Empfänger das ist, welcher Schlüssel das ist. Macht Public Key Verschlüsselung von des Session Keys und dann haben wir unsere Daten hier, die werden mit dem Session Key verschlüsselt. Also wir schreiben erst den Session Key aus und verschlüsseln hier und dann bekommen die Daten und am Ende sind diese NPC haben. Und andersrum läuft das also so und drauf läuft das entsprechend halt. Das ist natürlich kein Session Key erzeugt, sondern gewonnen und wir zeigen an, von wem das kommt. So, am Anfang wird man sich erstmal einen Schlüssel erzeugen. Wenn man das auf der Kommandozeile machen will, macht man das mit epg-getkey. Das führe ich gleich vor. Dann erzeugt man sich sinnvollerweise ein Revocation-Zertifikat für den Schlüssel. Falls man nämlich seinen Schlüssel verliert, muss man der Welt mitteilen können, dass ich nicht mehr besitze, den Schlüssel bin und nichts mehr entschlüsseln kann davon. Und viel schlimmer, dass andere Menschen besitzen dieses Schlüssels und die Nachrichten mitlesen können oder
sich als meine Identität angeben können. Deswegen sollte man direkt ein Revocation-Zertifikat erzeugen und das weglegen. Machen wir gleich mal. Das sind also Sachen, die macht man nur einmal. Dann hat man keinen Schlüssel und das macht man das übliche, was man jetzt üblicherweise macht, ist halt, wenn man eine Datei hat, einen Dateinamen frei hat, dann ruft man das so auf, wie das da steht. Und dann erzeugt man dann halt File.dpg. Und wenn man das Textmenü verschicken will, dann ist es nicht binär, dann sollte man einen Strich A machen, dann wird das Base 64 encoded noch. So was kann man machen. Und wir haben, da der Unix ist, kann man das halt auch so schön in der Pipeline hier einbauen. Und dann kann man auch verschicken. Also ich mache halt meine Web-Apps und mache das hier tatsächlich so. Also, rede ich, ne? Ja, das ist doch ganz praktisch. Hm? Jetzt wollte ich das mal kurz hat mit BlueBG2 zu tun oder dem GPG-Agent, der im Hintergrund werkelt und viele Sachen vereinfacht. Und hier in dem Fall, der ersetzt auch den SSH-Agent, weil ich über SSH jetzt hier auf den anderen Account gegangen bin. Ich kann das jetzt hoch, wollte ihn jetzt einmal haben, weil es nicht mehr richtig dran war. So, man kann mit BlueBG kann man sich angucken, was für Schlüssel man hat. Da sind ein paar schon drin, aber wir erzeugen ja einen neuen. Und was sind jetzt die privaten Schlüssel, die man hat? Das sind die öffentlichen Schlüssel. Ich kann es auch nicht. Das sind die privaten Schlüssel. Oder bis Secret Keys heißt das eigentlich. Das hier erkennt man selbst, da steht da Check the Secret Key, Secret Sub Key. Das geht so, den privaten Schlüssel geht es halt auch um den öffentlichen Schlüssel. Secret Key für Schlüssel. So, wir machen da immer das, wir machen das immer Default. Man kann angeben, wie lange ein Schlüssel gültig sein sollte. Das machen wir jetzt 10 Tage. Nee, ich mache das auch. Machen wir 3 Jahre. Das bedeutet einfach, nach der Zeit kann er nicht mehr benutzt werden. Das ist eigentlich in der Regel eine gute Sache zu machen, Schlüssel- und Verfallsdaten zu vergeben. Falls man ihn verliert, weiß man halt nach der Zeit, kann man mit dem Schlüssel nicht mehr anfangen. Sinnvoll ist jetzt einen Namen einzugeben. Die
Schlüsselanschlüsse verteilen. Das sieht alles ein bisschen wirr aus, das liegt aber daran, wie die Art und Weise, wie die Primzahlen erzeugt werden. Und die haben bestimmte Eigenschaften, die sind komisch. Doch, wir haben das Ganze erzeugt und hier unten am Ende sieht man ja schon so ein normales Listing von den Schlüsseln. Wir haben es jetzt ganz offen. Und letztlich ist der Schlüssel, da steht 1024D, das sind 1024-Bit DSA-Schlüssel, dann kommt die Key-ID, das Datum, wann er